Hallo und herzlich willkommen am 6. Dezember. Ich wünsche euch allen einen schönen Nikolaus. Wir öffnen heute gemeinsam die Türchen Nummer 6. Upsa, und die 6 ist hier ganz oben drauf. Ich zeig's euch mal. Da. So, schauen wir mal, was da drin ist. Nikolaus ist ja ein besonderer Tag. So. Tassenkuchen, Winterschokolade. Oh, ich hoffe, das ist nicht in der Mikrowelle. Es ist leider heute ein bisschen hell hier, aber ohne Licht wäre es ein bisschen dunkler. Anrühren, anrühren, Mikrowelle. Oh, ich habe keine. Na gut, mal sehen. Immerhin, ein Tassenkuchen ist eine tolle Sache. Winterschokolade mit Kakao und Zimt. Klingt toll. 5 Minuten. Na gut, den Kalender muss ich mal wegpacken. Kommen wir zu diesem. Da ist die Nummer 6 hier oben. Sehr, sehr leicht. Für mich zum Nikolaus. Oh, ein Schokololli-Nikolaus. Ja. Tu mal so rum wieder rein. So, dann packe ich auch den zur Seite. Und wir kommen zum Adventskalender von Marianne Design. Wo ist die Seite Nummer 6? Ich muss gestehen, ich habe noch nicht gesucht. Ich bin nicht vorbereitet. Hier ist aber die Nummer 6. Und drin angeklebt ist eine Schneeflocke. Moment, ich lege sie euch mal auf ein anderes Papier zum Ansehen. Nehmen wir mal die Tüte. Sieht man es etwas besser? Eine Schneeflocke. Ja, finde ich ein bisschen wenig für Nikolaus, aber naja. Also, will nicht unlauter erscheinen, aber so ein Stempel Schneeflocke. Vielleicht feiert Marianne Design keinen Nikolaus. So, in Crafters Companion ist die Nummer 6 auf dieser Seite. Und es ist ein richtig großes Fach. Und leider, wie immer, muss ich irgendwie die Fächer zerstören, damit ich drankomme. Oh, was ist da? Oh, eine Riesentorte. Auch das zeige ich euch mal auf einem anderen Papier. Vielleicht auch nochmal auf der Tüte. So, eine Riesentorte, ne? Ja, ein Riesentortenstempel. Gut. So, haben wir da noch ein bisschen Platz für diese? Ich würde gerne mal hier in diese 6 schauen. Ich muss sagen, der Kalender von Ulrike, ist der, der mich am meisten überrascht hat. Und auch heute wieder, weil es rauspurzelt. Aber schauen wir uns mal an, was drin ist. Es leuchtet zu doll. Aber ihr seht es, glaube ich, trotzdem ganz gut. Ich kann halt nicht das Oberlicht komplett ausmachen, weil das Tageslicht alleine reicht nicht aus. So. Sternchenstanzen. Und meine Kamera möchte auch leider nicht so gern fokussieren. Aber ihr seht, es sind Sternchenstanzen. Hier ist eine Sternchenguirlande. Hier ist eine einzelne mit Band sozusagen, mit Aufhängung. Ja, bin ich mal gespannt, was ich daraus machen kann. daraus machen kann, ist gut. Zeige ich euch gleich die Idee mit dem Geschenk von gestern. Und ich habe wirklich erstmal jetzt nur die Stanze benutzt. Und das Stempelset vom 1. Dezember, weil ich finde das so, so schön. Jetzt wird es gemütlich, oder? Also alles mit gemütlich. Und zwar ist das so eine Karte, die einmal hier aufgeht und einmal hier ein Gutscheinfach hat. Da seht ihr, wie ich das zweimal gestanzt habe und gegensätzlich quasi eingefügt habe.
das jeweils andere Papier. Und hier ist eben so ein schönes Fach, wo man auch einen Gutschein unterbringen kann. Und so eine Karte wollte ich schon länger mal ausprobieren. Und ich habe mich halt für Gold und Rot entschieden. Und hier ist auch so ein bisschen Goldfolie noch auf dem Papier. Ja, das ist meine Idee. So, dann kommen wir zu diesem Tütchen. Da hat sich schon der Sticker ein bisschen gelöst. Und wir haben hier... Hier kommt der Nikolaus. Das passt. Hier kommt der Nikolaus mit dem Schlitten. Ach, süß. Ich finde ja die handgeletterten Sprüche immer so, so schön. So. Und jetzt haben wir noch eine große Tüte von Kreativbunt. Und darin verbirgt sich... Moment, ich muss gerade erstmal die Tüte aus dem Weg nehmen. Darin verbirgt sich ein Papiersortiment mit dem Namen Cabin Fever von Echo Park. Und das finde ich total schön. Ich komme mal ein bisschen näher wegen der Farben. Das ist so ein Dunkelrot-Brauntöne, Marineblau. Es gibt Papiere und es gibt hier, wie bei Echo Park immer, auch noch einen Stickerbogen. Da sieht man auch die Farbtöne. Schön, ne? Also braun, Naturfarben, rot, marineblau. Ich finde, es passt so schön dann immer zusammen. Gefällt mir total gut. Ja, das sind die erbeuteten Dinge vom Nikolaustürchen. Schauen wir mal, was ich daraus machen kann. Das Papiersortiment finde ich total schön. Und ja, auch das und die Sternchen kann ich bestimmt brauchen. Und auch die große Torte ist, also ihr seht, wie groß die ist an meiner Hand. Also, alles total süße Sachen. Ich wünsche euch einen schönen Nikolaustag. Ja, macht etwas Schönes und wir sehen uns morgen bei einem weiteren Auspackvideo und der Idee mit den heutigen Sachen, beziehungsweise den vergangenen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, eure Peggy.